Ja, hallo Martin. Herzlich willkommen bei Folge 4 der Fortsetzung zu Folge 3 unseres Online-Marketing-Podcasts mit Martin Missfeld und Carsten Hinrichs. Hallo Carsten. Ja, ich grüße dich. Hast du Ostern gut überstanden? Ja, habe ich gut überstanden. Alles gut gelaufen. Sehr gut. Okay. Martin, komm, lass uns nochmal zum Ausgangsthema zurückkommen. Das Ausgangsthema war ja letztendlich Anfragen von Usern, die Probleme mit ihrer Webseite haben, und denen möchtest du gerne eine kleine Hilfestellung geben, damit sie selber ein bisschen analysieren können. Wir haben jetzt schon am Anfang erstmal gesagt, wie sollen sie Kontakt aufnehmen. Und wir haben auch schon die Google Webmaster Tool ins Spiel gebracht. Wir haben Free Tools oder auch bezahlbare Tools wie Sistrix, Searchmetrics oder auch Matrix Tools etc. pp. Mit ins Spiel gebracht, um dann Kurzanalyse zu machen. Was mir bei deinen Ausführungen bisher aber noch gefehlt hat, ist die Interpretation der Daten, die man bekommt. Denn gerade als Anfänger, der eigentlich nicht so viel Ahnung hat, der kann sich bei der Search-Konsole anmelden, keine Frage. Und der sieht da auch eine Flut von Daten, sofern seine Seite dann auch schon gecrawlt und indexiert ist. Ne? Aber was macht er damit? Also ich meine, du hast jetzt ein paar Tools mit an die Hand gegeben, aber wenn ich das Werkzeug nicht bedienen kann, dann bringt mir das beste Werkzeug nichts. Ich hatte ja schon gesagt, irgendwie letztlich läuft jede Antwort von mir bei so einer Anfrage darauf hinaus, dass ich sage, Leute, ihr braucht mehr und bessere Inhalte. Ja. Alles das, was ich quasi versuche, den Leuten dann zu erzählen, ist, dass ich ihnen die Sorge nehmen will, dass sie andere Probleme hätten. Ja, also in aller Regel haben die Seitenbetreiber oder am Einsteiger irgendwie das Problem, dass sie zu wenig und zu schlechte Inhalte haben. Und deswegen habe ich eben gesagt, Duplicate Content, haben viele die Sorge, sage ich immer, vergesst es. Da gibt es kein Problem, irgendwie arbeitet einfach eure Inhalte ab und erstellt daraus gute Texte. Und so eine Sachen wie, dass man HTTP und HTTPS sozusagen noch jeweils als Version laufen hat oder mit WWW und ohne WWW, das ist alles kein Grund für eine Penalty. Ja, das Problem, was dann bestehen könnte, ist, dass man ein bisschen Link-Juice irgendwie versanden lässt, irgendwie, weil man, ja, weil es nicht entsprechend weitergeleitet wird. Und wenn man erstmal in dem einen System steckt, dann wird der Link-Juice sozusagen einmal mit WWW weitergegeben und einmal ohne WWW. Jetzt hast du schon öfter gesagt, dass es kein Grund für eine Bestrafung ist. Aber haben diese Leute denn überhaupt eine Bestrafung? Nee, die haben alle Angst, sie hätten eine Bestrafung. Die sehen alle, sie haben keine guten Rankings und ganz viele denken, sie würden für irgendwas bestraft, dass sie irgendwelche Fehler gemacht hätten. Natürlich, wenn man sozusagen keine korrekten Weiterleitungen setzt zwischen WWW und Nicht-WWW-Version oder HTTP und HTTPS-Version, dann verliert man, wie gesagt, ein bisschen Juice irgendwie, und diesen Link-Juice, den braucht man dann eben letztlich doch, um in entsprechende Rankings zu kriegen. Deswegen sollte man das natürlich machen irgendwie, aber das ist nichts, wo man Angst haben müsste, dass die eigenen Seiten weiter nach hinten versetzt werden. Deswegen. Mhm. Ja, das ist, wie gesagt, sie kommen halt nur nicht weiter nach vorne. Genau, man nutzt sozusagen sein Potenzial nicht optimal. Aber es gibt da keine Bestrafung. Ja. Dann die Frage mit den schlechten Links. Ja, das kommt ja auch immer wieder. Ja, lass uns nochmal beim Inhalt bleiben, bevor wir jetzt zu den Links wechseln. Wenn du sagst, sie haben, also was mir jetzt noch so ein bisschen fehlt, bin ich ganz ehrlich, ist, du sagst denen, wo sie sich keine Sorgen drüber machen sollen, aber jemand, der gerade erst anfängt, der weiß halt nicht, den Inhalt zu beurteilen. Der weiß vielleicht nicht unbedingt technisch gesehen, dass es eine H1, H2, H3, H4, H5 Überschrift gibt. Der weiß vielleicht auch nicht richtig, den Alt-Tag zu benutzen oder einen Title-Tag oder sonst irgendwas. Gehst du denn darauf gar nicht ein? Nee. Also wenn du den antwortest? Also ehrlich gesagt, wenn ich da noch anfangen würde, dann würde ich ja gar nicht mehr. Und ich will das ja auch in 5 Minuten irgendwie abreißen, das Thema. Ja, also ich meine, dass man sozusagen so gewisse Grundkenntnisse bei der Website-Erstellung hat, irgendwie, da gehe ich von aus. Und die haben ja auch alle letztlich Websites. Aber genau, die haben alle letztendlich Websites. Aber du hast ja schon gesagt, dass sie teilweise mit vorkonfigurierten Systemen arbeiten, die man vielleicht über irgendeinen schnell und hektisch reich werden Kurs gekauft hat oder sich darüber irgendwo in der Gruppe imponieren lassen hat und hat das aufgesetzt, hat aber selbst keine Ahnung davon. Das stimmt, aber da kann ich jetzt letztlich natürlich nicht drauf eingehen. Ja, also gehst du nicht drauf ein? Nee, gehe ich nicht drauf ein, irgendwie, weil da kommt man ja von einem zum anderen. Das sehe ich auch tatsächlich eigentlich nie als das Problem. Selbst wenn die Struktur der Seite nicht optimal ist, Google ist ja derartig nachsichtig, was diese technischen Fragen betrifft. Ja, das ist also unglaublich. Du kannst auch mit Seiten vorne ranken, die eigentlich on-page eine Katastrophe sind. Und trotzdem, wenn die Inhalte gut sind und die entsprechenden User-Signale für Google messbar sind, dann werden auch solche Seiten vorne ranken. Okay, gibst du den Tool-Hinweise oder Tools-Hinweise für Inhalt? Irgendwelche Inhaltsanalysen oder so?
Ich hatte ja schon gesagt, bei den Inhalten bin ich immer extrem vorsichtig, weil ich letztlich auch selber gar nicht beurteilen kann, was in dem jeweiligen Themenumfeld wirklich gut und schlecht sein könnte. Und ich will mich da auch nicht reinarbeiten. Ich meine, wenn man tatsächlich mich bucht, irgendwie, dann sage ich auch grundsätzlich, unter 2 Tagen geht gar nichts, weil ich einfach viel Zeit brauche, um mich tatsächlich erstmal in die Inhalte reinzudenken, um wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen, irgendwie was will die entsprechende Zielgruppe, wie ticken die, wie ist sozusagen deren Sprache und so weiter. Okay. Ja, also das kann ich sozusagen bei einer schnellen Anfrage überhaupt nicht leisten. Okay. So, Thema schlechte Links. Links. Da haben wir auch immer ganz viele Screenshots irgendwie auch aus der Search-Konsole oder auch von irgendwelchen Tool-Anbietern, Ahrefs oder was es da so gibt, wo die Leute mir Listen schicken mit Links auf ihre Seite, wo halt ganz viel Spam bei ist. Ich meine, wir haben alle Projekte und wir wissen wahrscheinlich alle irgendwie, dass das vollkommen normal ist. Also ich habe wahrscheinlich bei meinen Projekten mehr als 50% Spam-Links, die da auf meine Projekte gehen. Okay. Das passiert ganz von alleine. Das ist so wie auch in der Bildersuche. Die Ergebnisse, die vorne sind, die werden ausgenutzt, die werden ausgebeutet. Ja, also es gibt irgendwelche Spammer, die bauen Systeme automatisiert und wollen dann in ihren Systemen Bilder verwenden und wollen da auch Seiten verlinken. Und dann verlinken die natürlich das oder zeigen die Bilder, die entsprechend vorne zu finden sind. Ja. Das heißt, sobald du mit deinem Projekt erstmal ein paar interessante vordere Rankings erzielt hast, wirst du Spam-Links kriegen. Das ist überhaupt nicht zu vermeiden. Die Frage ist dann immer, irgendwie muss man sowas disavow? Kann man da auch Fehler machen mit dem disavow und so? Und ich habe nur einmal eine disavow-Datei geschrieben und seitdem nie wieder. Und ich habe wirklich viele Projekte und so viele, viele, unendlich viele schlechte Links irgendwie. Und ich habe nicht einen davon disavowed irgendwie. Also Google checkt das natürlich auch. Ja, also die sind ja nicht doof und die sehen ja auch irgendwie, was da passiert mit diesen Spam-Seiten. Und ich bin mir ganz sicher, dass die tatsächlich komplett ignoriert werden. Und da muss man überhaupt nichts mehr anmelden für. An dieser Stelle noch der Hinweis, meine Datenbasis oder meine Wissensbasis beim Disavowen ist letztendlich auch die, dass man das nur nutzen muss, wenn Google einem wirklich auch einen blauen Brief verpasst hat. Das heißt, nur wenn in der Search-Konsole wirklich drinsteht, hey, pass mal auf, wir haben hier etwas festgestellt an deiner Seite, das sieht sehr unnatürlich aus, gerade im Bereich Links, dann ist es sinnvoll, das Disavow-Tool zu überdenken, sagen wir es mal so. Und wenn ich da keine Meldung habe, dann vergesst Disavow, also vergesst das Tool, nutzt es nicht, es ist überflüssig. In meinen Augen zumindest. Ich denke, da gibt es viele da draußen, die das auch so sehen. Es wird sicherlich auch genauso viele Leute geben, die es nicht so sehen. Man muss da jetzt vielleicht, ich muss ein kleines bisschen wieder zurückrudern, irgendwie bei dem, was ich gesagt habe. Irgendwie. Also das Ganze stimmt dann, wenn man tatsächlich bereits Rankings hat. Ja, dann ist es vollkommen normal, dass diese Webseiten auch entsprechend schlechte Links kriegen. Etwas anderes ist es, wenn man tatsächlich eine ganz frische, jungfräuliche Domain aufgesetzt hat, ein paar Inhalte dazu hat, aber noch keine Rankings hat. Und dann kann es passieren, dass sozusagen irgendwelche Wettbewerber kommen, die das mitkriegen und gleich versuchen, irgendwie diese frische Domain abzuschießen. Ja. Das ist in der Tat ein etwas kniffliger Fall. Also wenn man noch keine potenziellen oder noch keine Rankings hat und damit auf natürlichem Wege Spam-Links einkassiert. Und wenn man dann eben trotzdem einen großen Haufen kriegt, dann ist es in der Tat ein bisschen problematisch. Große Haufen sind grundsätzlich ein Problem. Naja, nee, also wie gesagt, nach meiner Erfahrung, wenn ich jetzt ein neues Projekt aufsetze, ich versuche ja auch immer von vornherein. Ah, du sprichst noch von Links. Ja. Norddeutscher Humor. Also in dem Fall ist es tatsächlich ein bisschen anders noch zu bewerten, da wenn man überhaupt noch keine Links hat und dann kommen sozusagen plötzlich ganz viele schlechte, dann ist es tatsächlich zu überlegen, ob man in dem Fall ein Disavow nutzt, wobei ich dann auch immer empfehlen würde, irgendwie Leute versucht tatsächlich erstmal ein paar Artikel so zu schreiben, dass die als Linkziel taugen und dann versucht tatsächlich dafür zu sorgen, dass die auch verlinkt werden. Ja, also weil wenn man gute Inhalte hat, dann kann man Social Media oder Foren oder Blogs nutzen, um darauf aufmerksam zu machen. Und wenn die Inhalte wirklich gut sind, wenn man Mehrwert bietet, dann ist es in aller Regel auch relativ leicht, solche Links aufzubauen. Ja, gute Inhalte werden einfach von alleine verlinkt. Das ist so, man kriegt nicht jeden Tag 10 Links, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Genau. Aber es kommt immer wieder mal vor, dass man einen organischen Link bekommt, ohne dass man irgendwie Kontakt mit irgendjemandem vorher aufgebaut hat oder der zu einem selber auch. Das funktioniert. Ich sage immer, für die Qualität des Inhalts, ist meine Devise immer, werde selber zum Trust-Link. Ja. Ja? Also sei du die Webseite, die verlinkt wird, weil der Inhalt so geil ist, um in anderen Beiträgen als Trust-Link quasi gesetzt zu werden. Ja, das ist immer so meine Devise für uns.
Ja. Dann habe ich noch einen Punkt hier bei mir auf der Liste, und zwar das Thema Sitemap. Ganz viele sind der Meinung, irgendwie sie brauchen unbedingt eine Sitemap, damit ihre Inhalte überhaupt indexiert werden. Ja. Da hatte Google oder John Müller sich schon mal zugemeldet und hat gesagt, eigentlich erst ab größeren Seiten, wobei größere Seiten ab 10.000 ungefähr anfangen, ab 10.000 Unterseiten. Nach meiner Erfahrung braucht man keine Sitemap. Jetzt gibt es allerdings seit einiger Zeit ein Problem mit der Indexierung. Ich hatte das ja auch bei Facebook schon mal veröffentlicht, und das Problem habe nicht nur ich, sondern auch einige andere, merkwürdigerweise nicht alle anderen. Ich habe selber jetzt auch schon Tests gemacht, wo ich Sitemaps eingereicht habe bei dem Projekt, wo die Indexierung hakt oder nicht schnell genug geht, so schnell wie es früher war. Da bringt die Sitemap auch gar nichts. Okay. Also da ist sozusagen irgendwas anderes im Argen, aber die Sitemap selber ist bei kleinen Websites nicht zwingend erforderlich. Entscheidend ist prinzipiell, dass man jede neue Unterseite, die man erstellt und online stellt, dass die entsprechend gut intern verlinkt ist. Ja, also ich habe zum Beispiel das Prinzip, dass ich fast alle neuen Artikel auf der Homepage erwähne. Also wenigstens für eine Woche, indem ich so eine kleine Rubrik habe oder so einen kleinen Kasten, aktuell oder neu auf dieser Website oder so, und dann sind da 2 oder 3 Links und die sind dann immer für 2, 3, 4 Tage da zu sehen. Und in der Zeit war der Googlebot mit Sicherheit da und hat entsprechend diese neuen Links erfasst, und das ist ausreichend. Ja, also interne Verlinkung ist bei kleinen Seiten vollkommen ausreichend und macht im Grunde genau das Gleiche, was auch eine Sitemap macht. Ja, viele Content-Management-Systeme bieten das ja automatisiert an, zu sagen, das sind die letzten Beiträge. Genau. Ja, also da hast du ja sowieso schon eine interne Verlinkung, die eigentlich... Ja, wobei die Content-Management-Systeme haben meistens auch tatsächlich schon eine interne oder eine automatische Sitemap mit dabei. Das ist ja auch in Ordnung irgendwie. Also. Ja. Ja, wobei WordPress hat keine automatische Sitemap mit dabei. Also das müsstest du dann mit einem Sitemap-Plugin oder mit einem anderen, ich sage jetzt mal SEO-Plugin oder sowas, ergänzen. Also das ist nicht von Haus aus vorhanden. Genau, dann gibt es in letzter Zeit auch vermehrt die Beobachtung, gerade von kleinen Seitenbetreibern, dass die Rankings immer hin und her springen. Okay, hast du das auch festgestellt? Stelle ich in letzter Zeit tatsächlich auch vermehrt fest. Ich habe auch den Eindruck, wenn ich mir so die Sichtbarkeitskurven angucke bei den verschiedenen Tool-Anbietern, dass da tatsächlich auch viel mehr Bewegung in den letzten Wochen drin steckt als vor einem Jahr zum Beispiel. Und damit komme ich nochmal ganz kurz zu dem, was wir in der letzten Show hatten, irgendwie nämlich zu diesem Google-Update. Da möglicherweise hat das auch damit zu tun, dass es eben verstärkt diese Ranking-Sprünge gibt. Vielleicht hat Google tatsächlich auch diesen Teil, der so AB-Tests in den Suchergebnissen macht, ausgebaut oder verändert. Ziemlich sicher ist ja, dass Google da so Tests in den eigenen Ergebnissen macht. Ja, und dann wird mal eine Seite irgendwie für ein paar Stunden auf eine vordere Position gehievt. Und dann guckt Google, wie sind die entsprechenden User-Signale, wie hoch ist die Rücksprungrate in die Suchergebnisse und. Und dann nach ein paar Stunden, schwupp, ist die Website sozusagen wieder zurück da, wo sie vorher stand. Und dann wird sie sich gegebenenfalls um 1 oder 2 Positionen verbessern in den nächsten Tagen, oder sie wird ein bisschen absacken, irgendwie je nachdem, was Google dann gemessen hat durch die vordere Positionierung. Und ich glaube, dass dieses Prinzip der AB-Tests innerhalb der Suchergebnisse, das ist inzwischen ein sehr gewichtiger Teil des Algorithmus. Da zieht Google wahnsinnig viele Daten raus. Okay. Und ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen das letzte Algorithmus-Update damit zu tun hatte, dass sie da, ich weiß nicht, das entweder mit einer anderen Frequenz machen oder ja, was auch immer. Ja. In dem Zusammenhang scheint mir noch ganz interessant eine Meldung aus der letzten Woche von einem aktuellen John Müller Webmaster Hangout, dass es verstärkt zu Doppel-Rankings oder Mehrfach-Rankings der gleichen Domain in den Suchergebnissen gekommen ist in letzter Zeit, wo Google jetzt gesagt hat, das sei vollkommen normal und in Ordnung und das sei kein Bug oder Fehler, sondern das ist eben so. Ja, dann gibt es eben eine Domain, die eben mit 2 oder 3 Unterseiten in den Rankings vertreten ist. Und das sehe ich auch, das lese ich auch tatsächlich eher im Sinne von diesen AB-Tests, das kann ich auch bei meinen eigenen Seiten beobachten, dass ich eben zu bestimmten Begriffen mehrere Seiten habe und Google eine Zeit lang dann tatsächlich zum Beispiel 2 oder 3 von diesen Seiten in den Top 10 zeigt. Und das geht dann meistens so eine Woche oder 2. Und dann versucht Google zu erkennen, welche Seiten oder welche dieser Unterseiten ist denn die beliebteste, also welche wird am häufigsten angeklickt.
Und dann fliegen die anderen nach und nach raus und nur diese eine, die etabliert sich dann vorne. Okay. Und sind bei dir schon welche rausgeflogen? Also kannst du das ja, schon letztlich beobachte ich dieses das Prinzip eigentlich schon seit Jahren, wenn ich genau bin. Nur in letzter Zeit verstärkt. Also habe ich den Eindruck, dass das viel häufiger auftritt. Aber klar, das kommt gerade bei meiner neuen Seite vor. Ja, da habe ich zum Beispiel, ich habe ja diese Blutwert.net-Seite jetzt. Und dann habe ich eine Seite geschrieben über, na, was jetzt zum Beispiel Hämoglobin. Und dann habe ich einen Unterartikel, der heißt Hämoglobinwert ist zu hoch und einen Hämoglobinwert ist zu niedrig. So, und was lässt sich beobachten? Eine Zeit lang sind alle Hämoglobinartikel in den Top 10 vertreten, also der eigentlich der hauptsächliche, wo ich das allgemein beschreibe, aber dann eben auch der Wert ist zu hoch und der Wert ist zu niedrig. Nach einer gewissen Zeit fliegt dann der normale Artikel raus, ja, und es sind nur noch die beiden Unterartikel zu hoch und zu niedrig drin. Weil Google eben feststellt, wenn jemand nach Hämoglobin sucht, dann hat das fast immer mit dem Wert zu tun und nach dem Wert sucht man nur dann, wenn der entweder zu hoch oder zu niedrig ist. Und das nächste, was jetzt passiert, ist, dass Google wahrscheinlich dann einen von den anderen beiden rausschmeißt und sagt irgendwie, okay, also die meisten Leute suchen eben danach, weil ihr Wert zu hoch ist. Ja, und dann bleibt nur der vorne drin. Oder Google stellt genau das Gegenteil fest, irgendwie die meisten suchen, weil der Wert zu niedrig ist. Und dann bleibt der eben vorne. Ist jetzt ein einfaches Beispiel irgendwie, aber vom Prinzip her scheint es mir so zu sein, dass Google da über eigene Tests feststellt, was ist ja die entsprechende Unterseite, für die es letztlich die höchste Relevanz hat bei dieser Suchanfrage. Aber das ist im Grunde genommen, erklärt sich das für mich recht einfach. Das ist für mich das Autoprinzip. Also ich meine, wer sucht nur nach Auto? Also du hast immer irgendwie noch ein Keyword mit dabei. Ja. Ne? Auto mieten, Auto kaufen, Auto verkaufen, Auto lackieren, Auto heile machen, Auto kaputt machen, Auto abbrennen oder sonst irgendwas. Ja. Ne? Also du suchst ja nie alleine nur noch Auto oder ganz, ganz selten. Ich meine, wer macht das? Genau. So, jetzt bin ich sozusagen mit meinem Punkt eigentlich schon durch. Das heißt, wenn ich dann nach dieser fünfminütigen Analyse, die das so ungefähr dauert, dann demjenigen antworte, der da mich angefragt hat, irgendwie, dann sage ich denen in aller Regel irgendwie, pass auf, du hast kein Problem mit irgendwelchen Penalties, deine Links spielen keine, also die schlechten Links sind relativ irrelevant, Duplicate Content musst du dir keine Gedanken machen, Sitemap ist nicht das Problem. Das Problem ist in aller Regel, dass die Inhalte nicht gut genug sind, beziehungsweise vor allen Dingen, dass es nicht ausreichend Artikel sind. Aber, lieber Martin, jetzt hast du vorhin gesagt, dass die Leute nur Inhalte importieren und keine eigenen hinzuschreiben. Das ist Duplicate Content, ja, das ist DC. Diesen Inhalt gibt es auch woanders. Und jetzt sagst du aber, mit Duplicate Content habt ihr kein Problem. Das widerspricht sich doch. Natürlich. Ich meine, wer so blöd ist, irgendwie, dass er tatsächlich eine eigene Website aufbaut, indem er einfach nur Artikel von anderen reinkopiert, das wäre ja schon dreist, mich dann anzufragen, irgendwie, was da für ein Problem herrschen könnte. Irgendwie, und der hat es dann auch nicht besser verdient. Ja, aber solche Anfragen gibt es. Also dann bin ich drauf reingefallen, habe 5 Minuten irgendwie meines Lebens geopfert. So jemand hat es natürlich nicht verdient, überhaupt irgendwelche Rankings zu kriegen. Ja, und dann lasse ich die auch gerne aufs falsche Gleis laufen. Okay, gut. Also ich fasse nochmal zusammen. Du hast jetzt erwähnt, was sollen die Leute machen? Du hast erstmal hast du gesagt, schafft weitere gute Inhalte. Ja? Das ist ohne alles, was ich sage. Ja. Genau. Du gibst Empfehlungen für Tools, um Seite zu analysieren. Search Console, ja. Ja, genau, die Webmaster Tools oder Search Console, genau. Ja. Eben vorhin hattest du noch andere Sichtbarkeitstools genannt. Die ich aber nur selber nutze, um Eindruck zu gewinnen. Also okay, ich sage nie den Leuten, dass sie das sozusagen unbedingt brauchen. Ja, wirst du es mit aufnehmen, denen zu sagen, hier, da kannst du kostenlos einen Account machen für 14 Tage, ja, guckst dir an? Ja, keine Ahnung. Also wer das machen will, gerne, klar. Kann nicht und schaden. Du sagst, die Site-Abfrage ist für dich ein wichtiger Indikator. Sagst du denen das auch? Oder doch, das, ist das nur etwas für deine eigene? Das sage ich denen natürlich irgendwie, weil das mache ich bei meinen eigenen Seiten auch tatsächlich, dass ich da immer wieder überprüfe und gucke, irgendwie, welche Seiten sind tatsächlich ganz vorne und welche Seiten sind ganz hinten. Weil man da eben schon so ein Gefühl langsam für entwickeln kann, irgendwie, was Google gut, also wichtig findet von meiner Domain und was sie eher nicht wichtig finden. Okay. Letztendlich bin ich ganz ehrlich, wenn ich so eine Antwort von dir bekäme, dann würde ich sagen, oh, toll, dass er sich Zeit genommen hat, aber in dieser Antwort steckt eigentlich nichts drin, außer mach weiter gute Inhalte. Also im Grunde genommen wärst du prädestiniert dafür, bei Google anzufangen, fürs Quality Rater Team. Da brauchen wir uns nicht drüber streiten, glaube ich. Ja, also letztendlich so Erkenntnisse oder so haust du da nicht wirklich raus. Also je nachdem, wie so eine E-Mail von dir formuliert ist oder so eine Antwort. Ja. Aber das, was ich jetzt so gehört habe, da fehlt mir so ein bisschen Substanz, wenn ich ehrlich bin. Was ja auch nicht böse gemeint ist. Du willst dich ja natürlich auch bezahlen lassen irgendwo irgendwann mal für solche Analysen. Nee, da will ich auch gar keinen. Also tatsächlich, wenn die Leute auch dann anbieten, irgendwie, dass ich Geld bekommen würde, mache ich das in aller Regel nicht irgendwie, weil das tatsächlich, das ist
fehlinvestiertes Geld irgendwie. Also nicht, weil ich schlecht wäre, sondern weil das Problem bin nicht ich und ist nicht die SEO-Analyse und überhaupt die ganze SEO-Frage, sondern das Problem ist in aller Regel tatsächlich die Qualität des Contents. Ja. Und das ist, kann man jetzt, natürlich sagt Google das auch irgendwie, aber die sagen das ja nicht, um uns letztlich zu ärgern, sondern weil das tatsächlich so ist. Ja, also die Google Rankings haben tatsächlich mit der Qualität des Inhalts zu tun. Und die Qualität des Inhalts wiederum beurteilt die Masse der Menschen, die Google benutzen. Mhm. Und das muss einem immer bewusst sein. Das Erfolgsrezept bei der Suchmaschinenoptimierung kann einfach nur sein, irgendwie, dass man die Inhalte so anbietet, dass die Zielgruppe, die danach sucht, das tatsächlich mehrheitlich gut findet. Und dann wird das mit den Rankings auch klappen. Und das ist eine Erfahrung, die wir alle gemacht haben. Und Google hat natürlich auch bewusst über die letzten Jahre hin irgendwie seinen Algorithmus genau daraufhin ausgerichtet. Und ja, da gibt es nicht mehr viel zu bespielen. Es gibt natürlich kleine Tricks immer und die werde ich aber natürlich nicht in der 5-Minuten-Analyse dann. Nee, das ist klar. Aber bei dieser Meinung bin ich bei dir. Gute Inhalte sind einfach ein Hauptfaktor. Ne? Und bei guten Inhalten, das muss nicht immer sein, dass es 5000 Wörter sind. Gute Inhalte sind immer entsprechend der Suchanfrage anders. Das muss man einfach sagen. Ne? Gute Inhalte können auch mal kurz sein. Und auch nicht immer nur Text. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Gute Inhalte können auch Bilder, Videos und Audio-Files sein. Also, ne? Das gehört noch dazu. Vergessen die meisten. Das ist, da können wir auch nochmal 10 Stunden Podcast drüber machen, irgendwie, warum gute Bilder wichtig sind. Ja. Ja, super, Martin. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß in deinem Osterurlaub. Und wir hören uns dann nach Ostern in der Woche wieder. Genau, so machen wir das. Schöne Feiertage. Wünsche ich dir auch. Bis dahin, Martin. Tschüss. Tschüss.